Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Musikbox in Deutsch. Ja. Heute in der Moderation zum ersten Mal Bernhard Manthey. Ich freue mich ganz besonders, hier in Ludwigshafen zu sein, weil ich weiß, dass ich viele Fans habe. Heute geht es wirklich von der Volksmusik über den volkstümlichen Schlager bis hin zum Schlager Pop und Rock. Wir haben aus dem Zillertal zum ersten Mal hier in Ludwigshafen die Bergzigeuner aus dem Zillertal in Österreich und die haben drei Lieder mitgebracht. Einmal den Poltra Bayerischen und dann als zweites Zieh mir die Schuhe aus, was so viel heißt, zieh mir die Schuhe aus. Und als drittes bringen sie uns Frühlingsgefühle wieder und zwar mit dem Titel Im Frühling komm ich wieder. Die Bergzigeuner aus dem Zillertal. Zieh
mal die Schuhe aus und stampfen wie die Neger. Es gibt da Gaudi und Christ und klar, ja jeder. Zieh mal die Schuhe aus und sing mal alle mit. Denn so ein Rambazamba, dies ist halt ein Hit. Der Bauer sagt zum Knecht, die Leute haben ja recht. Die Rola Rambazamba von mir da gar nicht schlecht. Majonte, ja, die Resi, die hat's auch schon probiert. Sie ist ganz begeistert und wackelt mit den Knien. Zieh mal die Schuhe aus und stampfen wie die Neger. Es gibt da Gaudi und das kommt ja, ja jeder. Zieh mal die Schuhe aus und sing mal alle mit. Die Rola Rambazamba, das ist halt ein Hit. Zieh mal die Schuhe aus und stampfen wie die Neger. Es gibt da Gaudi und das kommt ja, ja jeder. Zieh mal die Schuhe aus und sing mal alle mit. Die Rola Rambazamba, das ist halt ein Hit. Zieh mal die Schuhe aus und stampfen wie die Neger. Es gibt da Gaudi und das kommt ja, ja jeder. Zieh mal die Schuhe aus und sing mal alle mit. Die Rola Rambazamba, das ist halt ein Hit. Die Rola Rambazamba, das ist halt ein Hit. Aus dem Zillertal. Jetzt möchte ich die Bergzigeuner mal zu mir bitten. Und das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe dort gesehen, Josef kann ich lesen. Bei dir ist dein ja, hier steht Josef. Nein, kann man nicht mehr viel lesen. Kann man nicht mehr viel lesen? Seppel? Na, Andi. Andi, das ist der Andi. Andi, zünftig geht es in den Bergen los. Ich denke, das habt ihr heute bewiesen. Wenn man an Zillertal denkt, dann denkt man natürlich auch gleich an die großen Zillertaler Schützenjäger. Habt ihr mit denen dann irgendwas zu tun? Ja, freilich in mehreren Beziehungen. Und zwar
Erstens einmal unsere Platten, unsere CDs nehmen wir bei einem der Schürzenjäger-Mitglieder in seinem Studio auf. Da machen wir das. Und die andere Seite, es gibt natürlich sehr viele Musikanten im Zillertal. Es sind 96 Gruppen gezählt worden, die unterwegs sind und bei denen auch die Schürzenjäger dabei. Und wir treffen uns jeden Montag bei einem zünftigen Musikantenstammtisch, das ja nicht fehlen darf. Und da treffen wir uns auch mit denen, um ein bisschen zu plauschen und ein bisschen zu diskutieren und natürlich auch ein bisschen zu musizieren. Das ist eine ganz tolle Sache. Sollten sich die deutschen Musikanten vielleicht ein Beispiel dran nehmen. Wie sieht es aus? Spielt ihr nur traditionelle Sachen oder habt ihr auch eigene Lieder? Waren das jetzt eigene Lieder, die ihr uns vorgestellt habt? Das waren jetzt zwei Eigenkompositionen. Wir machen natürlich auch traditionelle Sachen, wie zum Beispiel den Hochzeitsmarsch und so Spitzenlieder, die nicht fehlen dürfen, muss man natürlich auch spielen. Aber unser Repertoire reicht natürlich auch über die moderne Musik bis zur Rockmusik auch. Ja, herzlichen Dank und einen Applaus nochmal für unsere Bergzigeuner. Dankeschön. Aus dem Zillertal. So, wir bleiben in den Bergen und wir bleiben auch in Österreich. Wir gehen jetzt nach Tirol und dort gibt es die Zipfi-Zapfi-Burm. Was das im letztendlich heißt, das werden wir nachher im Interview noch rausbekommen. Heut geh mal aus ist der erste Titel. Ein anderer Barscher und Mai Kuh hat Rude Gummischuh. Aus Tirol die Zipfi-Zapfi-Burm. Samstag um 21:30, da müssen wir langsam gehen, ins nächste Wirtshaus rein, denn da ist so fein. Keiner bleibt allein, denn dies muss gar nicht sein, da packen wir alle zusammen und sind dann schon davon. Ja, heut gehen wir aus, keiner bleibt zu Haus, heut lassen wir Zaun heraus, nimm mir gehen so genaus, die Stimmung ist so groß, oh na, die Leid vom Moos, ich denk mir heut, dies ausgewisser Freit. Am Sonntag in der Früh sind mir noch alle zu. Der Schädel tut uns weh, doch ich weiß ein Schmäh. Wir ziehen uns alle an und sind dann gleich davon. Wir reißen uns richtig zusammen und fangen wieder an. Ja, heut gehen wir aus, keiner bleibt zu Haus. Heut lassen wir Zaun heraus, nimm mir gehen so genaus. Die Stimmung ist zu groß, oder die Leid vom Moos. Ich denk mir heut, dies ausgehen ist eine Freit. Am Montag bei der Arbeit, da geht's uns gar nicht gut. Wir müssen ja was werkeln, sonst brennt uns ab der Hut. Doch wir freuen uns heut, schon auf die Samstagszeit. Bitt mir, dass die Zeit verrinnt und gleich ein Samstag kommt. Ja, heut gehen wir aus, keiner bleibt zu Haus. Heut lassen wir Zaun heraus, nimm mir gehen so genaus. Die Stimmung ist so groß, und auch die Leid vom Moos. Ich denk mir heut, dies Ausgehen ist eine Freit. Ja, heut gehen wir aus, keiner bleibt zu Haus. Heut lassen wir Zau heraus, nimm mir gehen so genaus. Die Stimmung ist so groß, und auch die Leid vom Moos. Ich denk mir heut, dies Ausgehen ist eine Freit. Ja, heut gehen wir aus, keiner bleibt zu Haus. Heut lassen wir Zau heraus, nimm mir gehen so genaus. Die Stimmung ist so groß, und auch die Leid vom Moos. Ich denk mir heut, dies Ausgehen ist eine Freit. We'll be right back.
auch nicht grün, nicht weiß-blau. Die Merkur ist ja so schlau. Ja, Merkur, die hat rote Gummischuhe und eine Kappe am Hirn, dass ihr die Leis nicht erfrieren. Merkur, Elsa, holt's nicht aus. Reißt aus ihrer Herden aus. Und ohne dass ein Bauer fragt, macht's einen Bummel in der Stadt. Es war im Mai ein schöner Tag, die Wanderung war gar kein Blag. Doch auf dem Weg hat sie sich gedacht, dass an die Fürst viel Dreck dran hängt. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Nein, nicht grün, nicht weiß-blau, denn mein Kuh ist ja so schlau. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Und eine Kappe am Hirn, dass ihr die Leis nicht erfrieren. Die Elsa schwitzt meistens heiß, beim Italiener schlägt sie Eis. Und unterwegs, da trifft's ein Wurm, mit dem geht's auf den Aussichtsturm. Im Schuhgeschäft probiert sie dann ihre roten Stiefel an. Mit was soll's denn, fragt der Gmilch, die Elsa Mut mit voller Milch. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Nein, nicht grün, nicht weiß-blau, denn mein Kuh ist ja so schlau. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Und eine Kappe am Hirn, dass sie die Leis nicht erfriert. Alles passt, das Geschäft ist gemacht. Ja, wer hätte sich das gedacht? Nach alledem klang dies noch nicht. Sie nimmt sich noch eine Kappe mit. Mit roten Stiefeln in der Herd. Denkt sie, es war ja nicht verkehrt. Denn seitdem mein lieber Bub hat's vom Stier einfach keine Ruhe. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Nein, nicht grün, nicht weiß-blau, denn mein Kuh ist ja so schlau. Ja, mein Kuh, die hat rote Gummischuhe. Und eine Kappe am Hirn, dass ihr die Leis nicht erfriert. Und eine Kappe am Hirn, dass ihr die Leis nicht erfriert. Und eine Kappe am Hirn, dass ihr die Leis nicht erfriert. So. Euer Applaus. Jetzt müsst ihr beide mir natürlich noch verraten, wer ist denn nun der Zipfli und wer ist der Zapfli-Bur? Das darf man gar nicht sagen. Das dürft ihr gar nicht sagen. Also ist das so was Geheimnisvolles? Ich habe den Zuschauern natürlich versprochen, das Geheimnis ein wenig zu lüften. Kann man da nicht ein ganz klein wenig das Geheimnis lüften? Also er ist der Zapfli, ich bin der Bur. Und das andere haben wir jetzt zwar. Ja. Ah, also gut, da wollen wir nicht lange mehr drüber reden. Alle Leute wissen Bescheid, worum es geht. Ja, ich bin ganz überrascht und freue mich so, wie viel Spielfreude ihr Musikanten aus den Bergen mit euch bringt. Wie sieht's das aus? Wird man in den Bergen mit Skiern und auch gleich mit einem Talent für das Musizieren geboren oder wie ist das bei auch, euch? Auch, aber du hast sowieso Glück, dass wir heute da sind. Ja, wir kommen im Jahr nur zweimal runter von unserem Bergbauernhof. Im Winter mit der Lawine und im Sommer mit dem Hochwasser. Und gestern haben wir Lawinentag gehabt. Also dann ist es doch wirklich ein Glück gewesen, dass ihr beiden bei uns wart hier. Die Zipfli und Zapfli Burm aus Tirol. Nein. Marco, das haben wir sie haben aufgeschrieben. Zipfi, Zapfi, Burm. Zipfi, Zapfi, Burm. Genau. Also Burm ist du, aber das... Was, da kommst du mal vorbei, machen wir einen Sprachkurs, einen Tiroler Sprachkurs. Ein Applaus für unsere Musikanten aus Tirol. So, meine Damen und Herren, bei uns geht's weiter. Jetzt mit einer Sängerin, die ich ankündigen darf, Sarah Gier. Und die Titel sind sehr vielversprechend, sprechen mir so auch quasi aus dem Herzen, denn sie singt auch von Engeln. Auch Engel, Weine nachts ist der erste Titel. Dann spricht sie oder singt sie von der verbotenen Liebe. Und als letztes ein Ausblick in die heutige Nacht, Sternenhimmel. Ein Applaus für Sarah Gier.
etwas zu sagen. Wie ein starker Magnet, so ziehst du mich an. Und ich weiß, irgendwann, da zerbrech ich daran. Ohne Antwort bleiben so viele Fragen. Und mein Herz schreit nach verbotener Liebe. Es ist alles anders mit dir und ich sehne mich so nach dir und ich möchte sie endlich spüren, diese verbotene Liebe. Es ist alles anders mit dir und ich sehne mich so nach dir und ich möchte sie endlich spüren, diese verbotene Liebe. Wir beide gehen längst auf ihn zu. Dein entwaffnendes Lächeln drückt mich an die Wand. Wer ganz sicher verliert, das ist der Verstand. Denn Gefühle, sie blockieren ihn. Und mein Herz schreit nach verbotener Liebe. Es ist alles anders mit dir und ich sehne mich so nach dir und ich möchte sie endlich spüren, diese verbotene Liebe. Es ist alles anders mit dir und ich sehne mich so nach dir und ich möchte sie endlich spüren, diese verbotene Liebe. Am Himmel stehen, doch
wir zu dir zurück. Ich will leuchten jede Nacht, aber scheinen nur für dich. Schau mich an und halt mich fest, lass mich niemals weiterziehen. Glaube mir, ich liebe dich, folge mir in jede Nacht. Sternenhimmel bist so groß, Sternenhimmel lass mich los. Will nicht mehr weiter, niemals mehr weiter. Das war der Sternenhimmel, Sarah Gier aus Wilflingen in der Schwäbischen Alb, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, Sarah, es gibt ja viele Fragen, wie man jemanden so zum Interview bitten kann, aber meine ureigenste Frage ist immer wieder, wie bist du eigentlich zum Singen gekommen? Also ich habe vorher in einer Zwei-Mann-Band mitgesungen und dadurch wurde ich dann entdeckt, ja. Mein Manager. Ah, von einem Manager, du hast also sowas auch wie einen Manager. Ja. Und warum gerade diese Art von deutschen Schlager? Der so ein bisschen ähnelt, hast du irgendwelche Vorbilder auch in dem Bereich oder sagen wir mal Lieblingssängerinnen oder so? Ja, da habe ich eine, die ist Claudia Jung und also die ist ein bisschen mein Vorbild. Ja, und wie soll es mit dir weitergehen? Möchtest du mal richtig weiter eine große Produktion machen, so ein ganzes Album oder was hast du vor? Ich habe schon eine eigene CD gemacht, die ist seit dem Oktober auf dem Markt und mache jetzt im Herbst schon mal zweite. Aber die gehört noch ein bisschen mehr in der volkstümliche Schlager. Ja. Gut, wir wünschen der Sarah viel Erfolg auf ihrem weiteren musikalischen Weg und komm gut nach Hause. Ja, danke schön. Ja? Also, tschüss, Sarah Gier. So, meine Damen und Herren, jetzt geht es so etwas rockig-poppig zu. Und wir haben wiederum ein neues Talent und diesmal habe ich eins mitgebracht aus dem Hessenland. Das ist der Norbert Kramer und er hat Sehnsucht. Thank you.
ich sah dich an. Dein Blick war so leer. Wir wussten, die Zeit war reif. So schnell kommt sie nicht mehr. Wussten, die Zeit war reif. So schnell kommt sie nicht mehr. War so leer. Wir wussten, die Zeit war reif. So schnell kommt sie nicht mehr. Wir schwimmen aufeinander zu. Das Herz schlägt uns bis zum Hals. Unsere Arme verfängt sich in Blut. Der Himmel schien uns näher als sonst. Ja, Norbert, darf ich dir das mitgeben? Ich musste natürlich verraten, dass ich dich mitgebracht habe aus dem Hessenland, und zwar aus Borken, Kleinenglis kommst du. Noch natürlich eine wichtige Sache bei dir, du bist ja nicht nur Interpret, sondern du hast ja auch ganz entscheidend mitgewirkt an der Herstellung des Liedes in Komposition und auch Text. Ja, das ist richtig. Ich habe eigentlich die Musik selbst geschrieben, habe die Instrumente selbst gespielt, bis auf die Gitarre. Das war mein guter Freund Harald Stingel. Da muss man einfach mal erwähnen. Ansonsten habe ich halt alles selber gemacht, auch selber vorproduziert zu Hause, weil ich vielleicht so, sagen wir mal, ein Altrocker bin, der ein bisschen in den Weichspüler gefallen ist. Und da habe ich mir gesagt, jetzt muss ich einfach mal was Neues probieren. Und da habe ich in meinem Studio halt ein bisschen was gebastelt. Und das ist halt rausgekommen. Und dieses Lied kann man auch schon hören, vielleicht im Rundfunk oder sogar auf CD. Ich habe also hier so mal so eine CD mitgebracht, so eine Szene-CD, und ich denke, irgendwann mal wird man hier auch in der Region so einen Sampler von jungen Talenten immer wieder finden. Fandest du, dass diese Sache dich weitergebracht hat? Ja, ob sie mich weitergebracht hat, das werden wir erst noch sehen. Die ganze Sache ist ja noch relativ jung, ja. Aber zumindest bin ich erst schon mal hier und da ist eigentlich schon ein Stück weiter. Ja, ein Applaus für Norbert Kramer. Mit dem Titel Sehnsucht. So. Norbert, dein Applaus. Dies ist ja eine Live-Sendung und wir sind unheimlich gut in der Zeit, sehe ich. Wir können also die ganzen Titel, die wir jetzt noch haben, die drei Titel, die noch ausstehen, können wir natürlich voll ausspielen. Und ich darf mich selber ansagen, Heiß wie ein Vulkan ist ein Titel, den die Freunde hier in der Region noch nicht kennen, auf meiner ganz neuen CD. Heiß wie ein Vulkan, und jetzt brauche ich nur noch mein Mikro. Das kriege ich auch sofort. Ah ja, Heiß wie ein Vulkan mit Bernhard Manthey. Nur deine Nähe, die macht mich schon.
bist, du wirst bewundert überall. Und man beneidet mich und dich auf jeden Fall. Oft machen dich auch irgendwelche Typen an. Doch ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Drum ziehe ich gern mit dir los, das ist doch klar. Denn unsere Liebe, sie ist niemals in Gefahr. Gehen wir zusammen ganz schnell nach Haus. Spür ich sofort, der Vulkan bricht wieder aus. Der Himmel brennt, die Luft ist heiß wie ein Vulkan. So heiß wie deine Haut, verbrenn mich fast daran. Der Lavastrom, er hat mein Herz total erwischt. Ich hoffe nur, dass der Vulkan niemals erlischt. Wenn du nicht da bist, lauf ich ständig hin und her. Ich brauch dich jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Nur deine Nähe, die macht mich schon tierisch an. Ich liebe dich, denn du bist heiß wie ein Vulkan. Zwischen Traum und Wirklichkeit bin ich stets für dich bereit. Ich gehöre dir allein. Ich werde immer bei dir sein. Der Himmel brennt, die Luft ist heiß wie ein Vulkan. So heiß wie deine Haut, verbrenn mich fast daran. Der Lavastrom, er hat mein Herz total erwischt. Ich hoffe nur, dass der Vulkan niemals erlischt. Wenn du dich da bist, glaub ich ständig hin und her. Ich brauch dich jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Nur deine Nähe, die macht mich schon tierisch an. Ich liebe dich, denn du bist heiß wie ein Vulkan. Bei Tag und Nacht denk ich daran. Du bist so heiß, heiß wie ein Vulkan.
das Fernsehen ein und nehme langsam das Verhalten an von den großen Stars, den Superleinwandstars. Mein liebster Star, das ist ein Mann, der geht gleich an alle Frauen ran. Er kommt bei allen an, er kommt immer gut an. Ole von Fantasie, im richtigen Leben gibt's das nie. Ole von Fantasie, das gibt's doch nur im TV. Ich wär so gern ein großer Held, bei dem nur Mut und Treue zählt, dem's aber auch an Glück nicht fehlt, an Glück nicht fehlt. Ein Mann, der keine Frau einfängt und nur an seine Pflichten denkt. Und trotzdem gibt's ein Happy End, ein Happy End. Das gibt's doch nur im TV. Oh, leb wohl Fantasie. Im richtigen Leben gibt's das nie. Oh, leb wohl Fantasie. Das gibt's doch nur im TV. So, meine Damen und Herren, wir sind natürlich ein ganz flottes Team heute und wir haben 5 Minuten, glaube ich, eingeholt, ne? Ist das richtig? Stimmt das so? Das heißt, wir können noch mal was uns wünschen, denke ich, ja? Also ich würde mir freuen, wenn unsere bayerischen Freunde noch einen drauflegen könnten. Seid ihr auch damit einverstanden? Ja? Nochmal? Ihr? Könnt ihr noch mal eins? Könnt ihr noch mal eins? Also, wir sind ja flexibel und unsere Bergzigeuner aus dem Zillertal werden noch ein Lied für uns singen. Ihr müsst nur die Nummer nochmal durchsagen. Die Rosmarin machen wir. Okay, Rosmarin mit den Ziller. Stalan, Bergzigeunern. Ein Applaus für unsere Bergzigeuner. Du bleibst bei mir zu Hause. Ja, die Rosmarie, ja, die Rosmarie, ja, die hat da ganz ein liebes Geschau. Doch wenn ich in ihre Augen schau, dann krieg ich jedes Mal eine Gänsehaut. Ja, die Rosmarie, ja, die Rosmarie, ja, die hat da ganz ein liebes Geschau. Doch wenn ich in ihre Augen schau, dann bin ich heil.
Scheiße. Als ich eines Abends die Rosi hat geküsst, da hat sie mir ganz zärtlich am Hinterteil gezwickt. Sie hat mir in die Augen geschaut und gesagt, mein lieber Bub, du frierst jetzt schon wieder, ich denk dir lieber zu. Ja, die Rosmarie, ja, die Rosmarie, ja, die hat da ganz ein liebes Geschau. Doch wenn ich in ihre Augen schau, dann krieg ich jedes Mal eine ganze Haut. Ja, die Rosmarie, ja, die Rosmarie, ja, die hat ein ganz ein liebes Geschau. Doch wenn ich in ihre Augen schau, dann bin ich high. La 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 la. Doch wenn ich in ihre Augen schau, dann bin ich high. Ich denke, es war ein würdiger Abschluss. Zünftig haben wir diese Sendung begonnen und zünftig beenden wir auch diese Sendung. Ich darf mich ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse. Wir haben die Bergzigeuner aus dem Zillertal gehört, wir haben die Zipfli und Zapfli-Burm aus Tirol gehört, wir haben Sarah Gier gehört, Norbert Kramer mit seinem Rockpop und am Mikrofon hat sie heute zum ersten Mal ganz live begleitet, Bernhard Mantay aus dem schönen Hessenland. Ich darf nochmal Ich darf mich doch mal ganz recht herzlich bedanken für die Musikanten, die heute hier aufgetreten sind. Darf natürlich auch das Team nicht vergessen, was unsichtbar diese Sendung möglich gemacht hat. Also, bis zum nächsten Mal bei der Musikbox. Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. My dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody.